Herzlich willkommen Leute zu der ersten Kanal-Update-Folge und wieso ist mein Dingsbums hier so komisch an der Wand, meine Tafel, hey, die will mich, so jetzt hängt die gerade, da stehen mich gerade so meine ganzen Infos drauf, die ich so gerade erzählen möchte und mein Kopf juckt, ja, die ich eben erzählen möchte in dieser Episode, Folge, Part, wie auch immer. Und ja, würde ich jetzt gleich mal anfangen. Also erste Kanal-Update-Folge, heute ist Samstag. Und ja, erstmal möchte ich mich entschuldigen, dass die letzten Wochen, ich weiß nicht, 2-3 Wochen oder sowas, solange ich den Upload-Plan jetzt schon habe, kein Kanal-Update gekommen ist. Ich hatte zu wenig Zeit und Kanal-Update und Minecraft-Commentary sind halt die Sachen, die mit am meisten Arbeit verlangen, weil ich da nicht so die Programme habe, das so direkt ineinander reinzuschneiden. Das heißt, ich muss die Audiospur erstmal reinschneiden, dann muss ich es rendern lassen, dann kann ich erst die Musik einfügen, muss auch wieder rendern lassen und es dauert eben dementsprechend länger. Noch ein Punkt, den ich sagen möchte, ist, dass diese Woche jetzt das erste Minecraft Commentary rausgekommen ist. Darin geht es um dicke Mädchen, die auf YouTube oder generell im ganzen WWW tanzen. Teilweise auch halb nackt, wenn man sich dabei glücklich fühlt. Schaut es euch doch einfach mal an. Es ist komisch geworden, aber vielleicht auch lustig. Also wenn euch das interessiert, dann schaut einfach mal vorbei, die Folge müsste heißen, also sie ist noch nicht oben, die Folge müsste heißen Dicke Weiber, die im Internet tanzen. Ach Quatsch, die kommt ja auch erst nächste Woche. Dicke Weiber, die im Internet tanzen. Ungefähr die fette Weiber, die im Internet tanzen, um noch mehr Aufsehen zu erregen. Sowas in der Art auf jeden Fall. Auch mit einer guten Freundin gemacht, aufgenommen und sie tanzt selber in Interwebs und ist dick, mein Spaß. Ist eine ganz coole und ja, haben da halt aufgenommen und ich schweife jetzt wieder vom Thema ab. Ich schweife nicht vom Thema ab, aber ich rede zu lange über ein Thema, das eigentlich gar nicht so wichtig ist. Dann möchte ich hier noch kurz sagen, dass ich gerade dabei bin, ein Projekt aufzubauen, wofür ich Too Many Items benutze. Also fragt mich in den Kommentaren, wieso ich in meinen Let's Plays Too Many Items drin habe. Es wird ein Special werden, das auch je nachdem, wie soll ich das ausdrücken, ohne dass ihr hier was macht, je nachdem, wie ihr auf meinem Kanal aktiv seid und wie ihn verbreitet wird, ein Special folgen. Daran bin ich gerade am Bauen. Nächstes Thema. Ich habe vor, ein nicht Turnier zu machen, sondern eher so kleine Battles mit Freunden, YouTube-Freunden und so Freunden, ja, ein paar Battles zu machen, einfach um meine PvP-Skills ein bisschen zu trainieren. Da werde ich mir auch noch eine Arena bauen für, werde die auf den Multiplayer ziehen und dann mit ein paar Freunden so ein bisschen drauf spielen und gucken, wer der Bessere ist. Soll mir recht sein, wenn ich verliere, denn es ist ja nur zur Übung, da ich möchte ja besser werden im PvP, um euch, ja, mehr zu belustigen, spannender Kämpfe auszutragen und nicht, dass ich direkt sterbe. Und da habe ich mir überlegt, lade ich das hoch? Bin da jemand, der das einfach mal hochlädt? Meine Übung, ihr müsst ja nicht immer nur dies sehen, 100 mal aufgenommen, dann erst eine richtige Runde geschafft, den Rest alles gelöscht. Genau.
Mein Kanal besteht nun aus 26 Abonnenten und 873 Videoaufrufen. Ich bin in der stolzen Anzahl. Ich bin Besitzer der stolzen Anzahl von 60 Videos. Und dafür danke ich euch schon mal, dass ihr so tatkräftig hier schaut. 26 Abonnenten ist nun nicht wenig. Füllt schon meine ganze Klasse, also wie so ein kleiner Vortrag, den ich hier halte mit meinen Let's Plays. Nur nicht direkt vor den Köpfen, das einen natürlich selbstbewusster macht oder selbstsicherer. Und ja, soweit war es dann eigentlich. Sonst habe ich nichts mehr anzusprechen, außer dass jetzt noch eine neue Adventure Map kommen wird. Und es war mit dem lieben Ulicraft. Und es werden ganz wahrscheinlich Heroes LP. Steht aber noch nicht zu 100% fest, also macht euch da jetzt keine falschen Hoffnungen. Heroes LP wird ganz wahrscheinlich in unser Hexe-Projekt reinkommen. In Heroes LP ist der liebe Playlake Parla, den ich noch nicht ganz so kenne, da ich mit ihm noch nicht aufgenommen habe und noch nicht mit ihm über Skype oder TS oder jeglichen anderen Plattformen geredet habe, sondern nur mit dem Mr. Deluxe LP, der mir auch meine beiden Banner für Billings Place und Billings Ball erschaffen hat. Nochmal ein großes Danke dafür und ja, ich möchte eigentlich nur sagen, dass die mit großer Wahrscheinlichkeit, also zu 90%, der Mr. Deluxe, der Robert oder Mike, ich glaube aber der Robert, hatte da schon Lust drauf. Er fragt nur noch den Mike, also den Playlake Parler, ich will den Namen jetzt nicht verwechseln, ob er denn auch Lust hat. Also wird es ganz wahrscheinlich, also werden sie ganz wahrscheinlich dabei sein, denn sie selber kennen sich ja auch mit Hexe aus. Und ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich beende das Video hiermit. Falls noch irgendwelche Fragen aufgekommen sind, schreibt es in die Kommentare, wenn ich irgendwie was vergessen habe oder so. Und dann werde ich euch das in den Kommentaren beantworten. Eine Sache noch. Wenn euch das Video gefallen hat, es wird es jeden Sonntag geben. Ja, Sonntag. Und wenn euch das nicht gefallen hat, weil es einfach nur eine Information ist oder ein geballtes Video von mehreren Informationen, dann schaut euch das doch einfach nicht an, dann braucht ihr gar nicht erst am Sonntag auf meinem Kanal vorbeischauen, denn da wird nichts anderes kommen als Kanal-Update. Und dann sage ich hiermit jetzt einfach mal ciao und adios, amigos!